In dieser Lektion möchte ich euch zeigen, wie man mit dem Programm Comic Life ein einfaches, aber doch effektvolles Comic erstellen kann. So soll es aussehen. Es ist die Geschichte von Wilhelm Tell mit einem großen farbigen Titel und in gewohnter Comic-Manier mit verschiedenen Sprechblasentypen und sogenannten Panels, also diesen Kästchen, soll diese dramatische Geschichte erzählt werden. Du brauchst das Programm Comic Life. Du findest es wie alle Programme unter Programme Comic Life. Zieh es gleich in deinen Doc, falls du es in Zukunft öfter gebrauchen solltest. Und sonst einfach einmal mit einem Doppelklick öffnen. Und es sollte etwa so ausschauen, wenn es aufgegangen ist. Das ist also die Benutzeroberfläche von Comic Life. Bevor ich diese Oberfläche erläutere, möchte ich zunächst ein paar allgemeine Einstellungen vornehmen. Und zwar machen wir das unter Ablage Papierformat. Hier musst du kontrollieren, ob tatsächlich A4 steht. Selbstverständlich könntest du dann bei einem weiteren Projekt irgendein anderes Format, zum Beispiel Webpage Large oder Small, falls deine Seite im Internet veröffentlicht werden soll, wählen. Selbstverständlich kannst du statt Hochformat auch Querformat wählen. Nur in diesem Fall bleiben wir beim Hochformat. Dann die Ränder, die kannst du so belassen, wie sie eingestellt sind. Und wir bestätigen mit OK. Und das Dokument wird bereit gemacht. Dann unter Ansicht hast du verschiedene Möglichkeiten, das Programm an deine Bedürfnisse anzupassen. Du könntest Lineale einblenden lassen, um ein bisschen genauer zu arbeiten, um etwas auszurichten. Machen wir allerdings im Moment nicht. Du hast die Möglichkeit, einen Raster einzublenden, um Panels genau auszurichten, lasse ich aber auch wieder weg. Hingegen, was ich wähle, ist Hilfslinien anzeigen. Du wirst später feststellen, was das bewirkt. Unter Anordnen wählst du Panels am Raster ausrichten. Das ist noch recht wichtig, dass eben die Panels wirklich untereinander und nebeneinander zu liegen kommen und nicht so leicht verschoben sind. Übernimmt das Programm für dich selbst. Die Panels können dann nur so schrittweise verschoben werden. Selbstverständlich könntest du mit Anordnen Rasterabstände einstellen, diese Rastergröße dann auch verändern. So, ich glaube, wir sind soweit zur Oberfläche. Unschwer zu erkennen ist hier das eigentliche Dokument, im Moment natürlich noch leer. Dann links davon ist die Sammlung aller Seiten. Im Moment ist halt nur eine Seite drin, die ist erst noch weiß. Aber mit einem Klick auf das Plus-Symbol kannst du eine weitere Seite herstellen. Du kannst also einen ganzen Comicband quasi gestalten mit diesem Programm. Mit einem Klick auf Minus wird die ausgewählte Seite dann auch wieder gelöscht. Unter dieser Seite siehst du eine Sammlung von verschiedenen Sprechblasen und Texttypen. Da kommen wir später dazu. Und rechts davon hast du einerseits die Bibliothek. Hier kannst du auf deine iPhoto-Galerie zugreifen, beziehungsweise im Finder, zum Beispiel einen Ordner auf dem Schreibtisch auswählen. Oder wenn du eine eingebaute Webcam hast, kannst du die Bilder gleich direkt aufnehmen und ins Comic integrieren. Hier im oberen Bereich der Bibliothek hast du Zugriff auf verschiedene Grundraster, die die Seite gliedern. Dann, wenn du auf Details klickst, kannst du den aktuellen Bereich verändern. Im Moment habe ich noch nichts auf meinem Comic, deshalb bezieht sich das dann auf die ganze Seite. Wenn ich also zum Beispiel hier einen Haken setze bei Farbverlauf, dann wird der Hintergrund der ganzen Seite verändert. Lasse ich wieder weg. Also diese Details, diese Einstellungen, die verändern sich je nachdem, was gerade ausgewählt ist. Bei einem Text hast du andere Einstellungsmöglichkeiten als bei einem Bild.
Dann oberhalb dieser ganzen Geschichte haben wir Symbole für die wichtigsten Befehle. Also du hast das Lupensymbol, um näher ranzoomen zu können. Du hast verschiedene Exportmöglichkeiten. Du kannst die Stile wählen, das werden wir nachher machen. Schriftgröße vergrößern, verkleinern. Du kannst die Farbe einstellen und hast Zugriff auf die Schriften. Und natürlich, wie bei jedem Programm, hast du auch wieder dieses Menü am oberen Fensterrand. Und hier hast du weitere Befehle, die noch nicht als Symbole definiert sind. Gut, dann beginnen wir mit der eigentlichen Arbeit. Ich klicke hier auf Bibliothek, um Zugriff zu haben auf diese Raster und ziehe mal irgendein Raster rein. Ich nehme mal das H. Wir müssen es sowieso noch ändern, deshalb kommt es nicht so drauf an. Den obersten Panel wähle ich aus mit einem Mausklick und lösche ihn. Da wähle ich mal die obere Reihe aus und mit der gedrückten Maustaste kann ich sie größer machen. Du siehst, es wirkt wie dir mit seinem ziemlich quietschigen Geräusch. Falls es dich stört, kannst du das ausschalten über Comic Live Einstellungen und da Editierklänge benutzen. Ich finde es eigentlich noch recht lustig, aber hier in dieser Anleitung stört es wohl eher, deshalb nehme ich sie raus. Gut. Wenn ich jetzt alle zusammen noch größer machen will, überfahre ich sie mit der gedrückten Maustaste und ziehe sie in die Höhe. Und jetzt haben wir so ein bisschen eine ausgeglichene Verteilung. Vielleicht auch noch in die Breite kann ich es ein bisschen ziehen. Vielleicht etwa so. Voilà. Jetzt haben wir hier oben einen Panel zu viel. Wir können den nachträglich noch in die Breite ziehen. Du siehst diese Hilfslinien, die eingeblendet werden. Da siehst du automatisch, ob sie auf gleicher Höhe sind. Das kann dir also helfen, etwas genau auszurichten. Hier machen wir den mal kleiner. Vielleicht etwa so. Und ziehen dafür noch ein neues Panel rein, das wir in der Größe anpassen. Es soll etwa quadratisch sein. Ich ziehe es da in der Ecke und habe so Zugriff auf die Größenveränderung. So ist es vielleicht nicht schlecht. Das hier ziehe ich zurück. Das soll schmaler werden. Dafür dieses hier breiter. Naja, vielleicht etwa so. Du siehst, es rastet immer wunderbar ein und diese Abstände sind immer gleichmäßig verteilt. Jetzt habe ich es eigentlich. Kommen wir zum Titel. Den packst du hier Lettering und ziehst ihn einfach rein ins Bild. Es ist schon etwas eingefügt. Ich schreibe stattdessen Wilhelm Tell. Wähle eine andere Schrift, nämlich die Digital Strip. Mach sie ziemlich groß und fett. Mach das wieder zu und klicke auf Platzieren. Es braucht eine Zeit lang, bis diese Schrift dann integriert ist. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Vielleicht etwa so. Rücken das ein bisschen nach drüben. Und jetzt ist es so, wenn du da an diesen Ecken ziehst, dann siehst du sofort, dass das Ganze verzerrt wiedergegeben wird. Ich mache das wieder rückgängig. Theoretisch sollte es eigentlich so sein, dass wenn du die Umschalttaste gedrückt hältst, dass dann die Schrift proportional vergrößert wird, also nicht verzerrt. Nur leider bei dieser Version, die ich hier benutze, funktioniert das nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Deshalb müssen wir halt da ein bisschen manuell ziehen, bis wir etwa die gewünschte Größe haben. Aber du siehst schon, was du für gestalterische Möglichkeiten auch hast. Du kannst also diese Schrift beliebig verzerren und das kann recht lustig sein. Es soll jetzt einfach ein ziemlich großer, üppiger Titel werden. Vielleicht etwa so.
Wenn du auf Details klickst, siehst du, dass du weitere Möglichkeiten hast. Du kannst zum Beispiel hier die Füllung wegnehmen oder kannst sagen, dass es kein Farbverlauf, sondern nur eine Füllfarbe haben soll. Du kannst bei den Rändern sagen, es soll weniger Ränder haben oder es soll zusätzlich noch einen Schatten geben. So hast du sehr viele gestalterische Möglichkeiten, die du am besten einfach mal ausprobierst. Was auch recht schön ist, ist mit Spreizen. Da kann man die Schrift ein bisschen weiter auseinandernehmen, allenfalls schief setzen, vertikal spreizen. Da gibt es so treppenartige Verschiebungen. Das ist recht hübsch. Aber ich lasse dich da einfach mal probieren. Letztendlich sollte es aber genauso ausschauen wie in meiner Vorlage. Es geht mir eigentlich darum, dass du das Programm beherrschen lernst und deshalb ist es wichtig, dass du versuchst, genau das so zu machen wie in der Vorlage. Übrigens gibt es auch schon vorgefertigte Stile. Wenn du hier oben drauf klickst, siehst du, es hat sehr viele vorgefertigte Texteffekte, die zum Teil so graffiti-mäßig daherkommen. Also auch diese kannst du selbstverständlich benutzen, um ein bisschen herumzuspielen damit. Gut, dann kommen wir zum Einleitungstext. Ich packe den mal rein. Das ist dieses Bildunterschriftssymbol. Und da schreibe ich das mal diesen Text rein. Beziehungsweise, damit du mir nicht allzu lange beim Schreiben zuschauen musst, füge ich ihn einfach rein, schon fertig geschrieben. Du siehst, du kannst die Größe nachträglich verändern. Und natürlich wollen wir hier keinen Rand, keinen Rahmen. Ich mache es so klein, dass es genauso breit ist wie die Panels. Ich gehe deshalb bei Rahmen, gebe ich diesen Haken weg, nehme ich den weg und kann das noch ein bisschen verschieben. So, den Titel allenfalls auch noch. Und jetzt sieht es doch recht hübsch aus. Dann kommen wir zu den Bildern. Ich gehe wieder auf Bibliotheken. Jetzt statt iPhoto. Natürlich könntest du die Bilder aus dem iPhoto rausziehen. Ich habe sie nun auf dem Schreibtisch. Deshalb wähle ich hier Finder. Gehe auf den Schreibtisch. Und hier habe ich den Ordner Bilder Tell, der auf der CD sein sollte, in den Materialien. Und hier hast du Zugriff auf all diese Bilder. Die kannst du der Reihe nach reinziehen. Zunächst mal dieses hier. Dann der Tellschuss. Das Gefängnis lassen wir mal weg, da machen wir etwas Spezielles. Dann haben wir den Tellsprung. Die hohle Gasse und zuletzt die Ermordung des Landvogts. So einfach geht das. Wenn du nachträglich jetzt die Größe zum Beispiel eines Bildes verändern müsstest, dann reicht ein Doppelklick. Ein Doppelklick auf ein Bild öffnet das Bild, du kannst es verschieben. Hier macht es zum Beispiel Sinn, dass wir eben auch den Knaben sehen. So, wenn du auf diesen violetten Pfeil klickst oder mit der gedrückten Maustaste daran rumziehst, dann wird das Bild gedreht. Wenn du in den Ecken ziehst, wird das Bild vergrößert und verkleinert. Ich mache es ein bisschen kleiner, die Ansicht, damit ich wieder den Überblick habe. So. Jetzt kommen wir zu den Sprechblasen. Die ziehst du einfach rein. Ich nehme jetzt mal diese TV-Sprechblase, wie sie heißt. Auch hier wieder schreibe ich nicht den ganzen Text auf, sondern füge ihn einfach rein. Du musst ihn halt von der Vorlage abschreiben. Allenfalls wird da die Sprechblase ein bisschen zu groß.
So. Diesen Dorn hier, den ziehe ich vor den Mund Tells. Hier habe ich nun diese Sprechblase. Ich mache diese Schrift mal noch ein bisschen anders, indem ich sie doppelklicke, kann ich sie editieren. Ich gehe auf Schriften einblenden, wähle hier Lint McCree oder wie es heißt, Regular und 10 Punkt. Ich weiß nicht, was bei dir als Standardschrift ist, wahrscheinlich die Digital Strip. In Zukunft möchte ich immer diese Schrift benutzen. Wenn du neben die Sprechblase klickst, dann wird sie wieder freigegeben. Ich kann sie noch ein bisschen schmaler machen. So hat es genau Platz. So, tipptopp. Ja, es wäre jetzt ein bisschen zu langweilig, wenn du mir bei jeder Sprechblase zuschauen musst. Ich werde jetzt 5 Minuten arbeiten und diesen Teil des Filmes ausschneiden. So, ich bin jetzt mehr oder weniger soweit. Ich möchte auf zwei spezielle Dinge noch aufmerksam machen. Du hast gesehen, es gibt verschiedene Stile von Sprechblasen und selbstverständlich, wenn du sie anwählst und zu Details gehst, kannst du jederzeit diesen Stil ändern. Dann hast du zwei weitere Möglichkeiten. Einerseits kannst du mit Erweitern eine Sprechblase erweitern. Ich mach das mal, das musst du mir nachher nicht nachmachen. Irgendwie so. Und du siehst, es sieht dann irgendwie so aus. Du kannst es sehr nah heranziehen und da gibt es so eine Doppelblase, die oft benutzt wird. Irgend so etwas. Wenn du diese wieder auswählst und mit der Löschtaste betätigst, dann wird sie weggeworfen. Neben den Dorn hast du ein Plus. Wenn du hier nochmals draufklickst, dann gibt es eine zweite, einen zweiten Dorn und hier sagen ja, flüstern das diese beiden Damen. Mein Gott. Übrigens hast du auch die Möglichkeit, falls dich diese gebogenen Dornen stören, hier auf geraden Dorn klicken und dann gibt es gerade Anschlüsse an diese Sprechblase. Wie bei anderen Dingen auch, bei den Panels oder bei den Bildern, hast du über Details die Möglichkeit, den Sprechblasenstil zu ändern, mit verschiedenen Farben, Schattierungen und so weiter. Oder es eben auch manuell zu machen mit einem Schatten, mit einem Rahmen, die Füllung kannst du verändern und so weiter. Also bist recht frei, wie du das gestaltest. Gut, da haben wir mal das meiste. Übrigens, falls du keine Üs und Äs machen kannst, dann liegt das an der Schrift Digital Strip, dann würde ich eben diese Lint sowieso wählen. Die hat Üs und Äs und die Digital Strip ist eine amerikanische Schrift, die das nicht unterstützt. Ja, in der Vorlage siehst du, dass diese beiden Panels da so ineinander rein fließen mit unregelmäßigen Konturen. Das machst du folgendermaßen. Du wählst die eine aus und klickst hier bei den Details auf unregelmäßig und bei der Anzahl Seiten gehst du auf 8 und jetzt kannst du dann eine Ecke ziehen. Dasselbe machst du bei der anderen, auch unregelmäßig und 8 Seiten. Und jetzt kannst du da diese Panels ineinander hinein versetzen. Das schaut dann so aus. Also achte darauf, dass man diesen Sohn, den Walterli, gerade noch knapp sieht. Falls es nicht so ist, mit einem Doppelklick aufs Bild hast du wieder das Bild ausgewählt und du kannst es mit der gedrückten Maustaste oder mit der Pfeiltaste so verschieben, dass man das Bild genau sieht. So ist es recht hübsch.
Wir sind da soweit. Kommen wir noch zum letzten Panel, das wir noch nicht gestaltet haben. Und zwar wählen wir hier schon mal einen fertigen Stil. Und zwar heißt der, ich mache es von hier oben, dann siehst du es besser, sonst geht es aus dem Bildschirm raus. Deadly Green. So, ist schon recht hübsch. Ich nehme hier einen Rahmen, und zwar soll der schwarz sein. Und hier haben wir schon mal diese verschiedenen Farben, die wir als Möglichkeit haben für den Rahmen. Da musst du ein bisschen selbst herausfinden, was dir am liebsten ist. Ob diese Wachskreiden, ob diese vorgegebenen Farben oder diese Schieber oder eben dieser Kreis, den du, wenn du da ganz zu weiß gehst, recht gut bearbeiten kannst. Also ich will jetzt da mal schwarz als Rand. Mach das mal ein bisschen kleiner. So. Und für das Füllen wähle ich da auch andere Farben, und zwar von Schwarz nach Grün, vielleicht etwa so. Du könntest übrigens, wenn dir das jetzt besonders gefällt, könntest du das als Stil sichern, und in Zukunft hättest du immer auf diesen Verlauf und diese Panelgestaltung Zugriff. Hier wähle ich für Typ statt abgerundet Rechteck, das soll ganz rechteckig sein. So, klicke mal daneben, genau so wollte ich es. Und in dieses Panel hinein kommt nun ein weiterer Panel. Da gehe ich wieder auf Bibliothek, ziehe den Panel rein, mache ihn ein bisschen kleiner. So, ziehe ihn ins Zentrum. Vielleicht etwa so. Es soll so eine fernseherartige Form geben. Deshalb gehe ich wieder auf Details und wähle für Stil zum Beispiel Luby. Jetzt soll er zwar schattiert sein, aber nicht mit Schwarz, sondern mit Weiß. Dann sieht es aus, als ob er leuchten würde. So. Bisschen größer vielleicht dieses Leuchten, sie bestrahlt. Dann das Abrunden, da mache ich ziemlich stark, vielleicht etwa 30. So, sieht es recht hübsch aus. Einen Rahmen, einen weißen gebe ich. Und hier hinein ziehe ich nun dieses Bild von Tell. Da gehe ich wieder zur Bibliothek, packe dieses Gefängnisbild und ziehe es hier hinein. Nun, das wirkt jetzt ein bisschen gar bünzlig. Deshalb gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses Bild so fernsehmäßig aufzubereiten. Wenn du Doppelklick aufs Bild machst, dann wird wieder das Bild ausgewählt. Du kannst hier das Drehen, Verschieben und so weiter, wie vorhin gesehen. Und du hast unter Details die Möglichkeit, einen anderen Stil zu wählen. Und hier wählst du Not Feeling Well. Du hast es leider nicht gesehen, weil es da bei meinem Bildschirm rauskam, hier Not Feeling Well. Und das ist vielleicht nicht schlecht, ich nehme die Färbung raus, so wirkt es wie ein schwarz-weiß Bild. Gut, recht hübsch. Ich nehme den Rand doch ein bisschen schmaler, vielleicht etwa so. Jetzt leuchtet es schön. Was noch gebraucht wird, ist so eine Bildunterschrift am selben Abend in der Tagesschau. Punkt. Das soll nun natürlich wieder nicht in einem solchen Kasten sein, sondern das will ich als weiße Schrift vor durchsichtigem Grund. Ich nehme also Füllen raus, ich nehme Rahmen raus und die Schriftfarbe, da wähle ich Weiß.
Also alle Schieber da ganz nach drüben. So. Am selben Abend in der Tagesschau und die entsprechende Sprechblase, die siehst du auf der Anleitung bzw. auf der Vorlage. Die füge ich jetzt einfach mal rein. So. Die Farbe mache ich wieder zu. So schaut es nun aus und dieser Dorn, der soll da irgendwie von draußen herkommen. Jetzt sieht es schon recht hübsch aus. Wir schauen das mal in der Übersicht an. Du siehst also, mit diesen Bildeffekten kannst du spielen. Das würde ich auf keinen Fall übertreiben, aber es ist noch recht lustig, vor allem wenn eben eine spezielle Stimmung erzeugt werden soll. Ich glaube, wir sind sozusagen fertig. Dieses Mein Gott müsste ich noch anpassen. Und sonst sind wir, glaube ich, soweit. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt noch speichern. Ablage sichern als. Wie die Tell oder so. Außerdem hast du jetzt die Möglichkeit, das Ganze zu drucken. Wir drucken es jetzt nicht wirklich, sondern speichern es als PDF, bevor wir das machen. Aber noch weitere Möglichkeiten. Du kannst es als E-Mail verschicken, du kannst es als Webseite speichern, du kannst die Bilder daraus speichern, kannst es ins iPhoto exportieren oder als QuickTime-Film. Aber jetzt also Ablage drucken und hier wählst du PDF als PDF sichern. Auf den Schreibtisch wählst sichern und wir haben dieses PDF auf dem Schreibtisch. Mit einem Doppelklick wird es im Adobe Reader aufgemacht. Und sieht doch recht hübsch aus, so wie wir es uns vorgestellt haben. Mit der einzigen Ausnahme, dass ich hier noch eine doppelte Sprechblase habe, die ich nicht mehr will. Die muss ich dann noch rausnehmen. Aber sonst eigentlich ziemlich so, wie es verlangt war.